Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde. Und wir sind im Achtelfinale, liebe Leute. Achtelfinale, das haben wir leider in Real Life irgendwie nicht hingekriegt. Ja, und wir müssen einfach mal gegen unsere Nachbarn, die Schweiz, antreten. In St. Petersburg, da passen 67.000 rein. Ich bin gespannt und freue mich. WM 2018, die besten Teams der Welt, die besten Spieler der Welt und eine Stimmung, wie sie besser nicht sein könnte. Und wir sind live für Sie vor Ort und übertragen Ihnen diese Partie live aus dem St. Petersburg-Stadion. Es ist schon klasse, was die Fans hier bei der WM 2018 in Russland für ein Spektakel veranstalten. Sie stehen hinter ihren Teams. Und damit herzlich willkommen zu dieser Partie. Aus dem St. Petersburg-Stadion, eine tolle Arena. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie am Mikrofon. Es ist alles bereit für ein Fußballfest. Heute auf dem Programm die Begegnung Deutschland gegen die Schweiz. Ein Sieg im letzten Auswärtsspiel darf heute so weitergehen, ne? Dieses 4:1 war eine überzeugende Vorstellung und ich glaube, sie werden heute wieder so agieren. Ja, die deutsche Nationalhymne und jetzt die Schweizer und ich kann nichts dagegen ändern. Es regnet in St. Petersburg. Das konnte man halt einfach nicht ändern. Knapp 68.000 passen hier rein in das St. Petersburg-Stadion. Und wir haben es ja auch im Vorfeld der WM schon erleben dürfen, eine sehr stimmungsvolle Arena. Das sind unglaublich fußballbegeisterte Leute hier in St. Petersburg. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner, ne Buschi? Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. Hier ist die Aufstellung der Schweiz. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld, aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen, da müssen sie nachrücken. Da ist er, Embolo! So, los geht's, liebe Leute, Deutschland gegen die Schweiz und ich habe es eben gerade gesagt, Embolo ist als Stürmer eingetragen. Hat der eigentlich in Real Life überhaupt für die Schweiz gezockt? Haben sie den rangelassen oder haben sie gesagt so, nö, den wollen wir hier nicht. Und Ene Mene Mopel, da redet man schon über ihn und dann zieht der dann auch mal gleich mal so eine Hausnummer da ab. Also mein lieber Herr Gesangsverein. Jetzt mal schön über Müller, aber der Sommer, der ist da, der Sommer. So, jetzt mal hier schön die Möglichkeit über Draxler und Toni Kroos, der Mann der letzten Stunde. Er verhaut hier einfach mal. Guckt euch das an. Super, wie der kommt und super, wie ihn annimmt, aber super schlecht ist dann doch der Abschluss. Und Jürgi, was machst du denn hier mit der dicken Jacke? Es ist 33 Grad, auch wenn der Regen fällt. Es wird nicht schlimmer. Ich weiß nicht, ob ihr es hört oder so, aber die Jungs hier im Stadion, die rufen einfach nur noch Deutschland, Deutschland, Deutschland. Es geht nichts über Deutschland. Jetzt vielleicht mal hier die Möglichkeit, hier irgendwas mal zu bringen. Oh, es ist zum Verzweifeln hier. Man kriegt hier keinen Pass. Ja, und wenn mal irgendwas geht,
dann stolpert der eigene Mann über irgendwelche nicht vorhandenen Füße. Und genauso wie hier, Alter, jetzt komm, gib doch Elfmeter. Also, ich hätte jetzt glatt gedacht, so, ja, du gibst bestimmt Elfmeter. Das kenne ich nämlich schon aus Foot, Junge. Jetzt mal vielleicht Goretzka mit der Chance, aber Sommer. Er bringt den Sommer. Wer bringt den Sommer? Er bringt den Sommer. Ja, keine Ahnung. Also im Moment die Schweiz sowas von defensiv. Man kriegt kaum einen Ball hin. Bei uns waren sie so gut wie überhaupt nicht vorhanden. Jetzt die erste Ecke überhaupt im Spiel. Und ja, was soll man sagen? So, es spielt sich halt immer anders. Ne? Fabian Schäfer ist jetzt verletzt sich gerade. Aber ich glaube auch nicht, dass das hier den Unterschied bringen wird. Jetzt, da ist es. Da ist es. Der Timo macht es. In der Nachspielzeit. Eigentlich sollten nur 2 Minuten, aber es wurden 3:50, fast 4 Minuten Nachspielzeit. Das werden doch die Schweizer doch bestimmt reklamieren. Jetzt habe ich das richtige Wort. Reklamieren werden sie es. Schön, wie wir durchgegangen sind. Keine Chance hier für den super Bundesliga-Kippen, Gipper Sommer. Ja, dies ist mal Fakt. Wir führen mit 1:0. Erste Halbzeitpause, Überlängenspielzeit, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und jetzt pfeift das ab. So, wir sehen uns dann gleich in der zweiten Halbzeit. Tja, und dann bringt's doch die Schweizer tatsächlich und zu früh gefreut. Es war Abseits. Da ist nämlich unser Joshua einfach mal stehen geblieben. Hat nämlich gesehen, dass du vorbei wolltest. Nicht ist es mit dem Unentschieden. Oh, hier die Möglichkeit, Julian Brandt, und er macht es halt, ich wollte es eben gerade noch sagen, liebe Leute, ich wollte es gerade sagen, wir machen das Ding hier, ja, Heidewitzia, zweite Halbzeit, läuft richtig gut, hier, schön durchgespielt, zweiter Pass, schön durch, und dann, ja, greift uns die Nummer 22 einfach nicht an, ja. Und wir bringen das Runde ins Käschle, wie die Schweizer so gerne sagen. Ah ne, das sagen glaube ich Ösis Käschle, ne? This is my Käschle. Und dies führt 2:0. So, und wir wechseln mal aus. Die ganzen Julians dürfen mal raus. Özil, Reus und Gündogan dürfen sich jetzt mal ein bisschen beweisen. Hat aber auch mehr oder weniger damit zu tun, um die anderen Jungs ein bisschen zu schonen. So, jetzt mal Reus. Bringt den Ball rüber. Özil bringt ihn nochmal rüber. Aber das Ding ist schneller vorbei als Omas Blechkuchen. So, 81. Minute. Joseph Drimic kommt jetzt nochmal rein für Breel Embolo. Und jetzt wollen die Schweizer vielleicht nochmal irgendwas reißen. Aber ich sag mal, das Ding ist so gut wie in Sack und Tüten. Ja, nochmal schöne Aktion hier von Timo Werner, der hier nochmal schön den Linksdrall versucht, aber nur Millimeter vorbei am Tor, am Kasten von dem Sommer. Ja. Müssen wir mal schauen, was hier vielleicht noch geht. Geht vielleicht noch ein 3:0, es reicht aber auch irgendwie, ne? Oder? So, der Manuel möchte auch mal ein bisschen so, denn der sagt sich ja auch immer, die Tür öffnet sich Manuel. Danke, Manuel. Oh mein Gott, es wirkt doch tatsächlich noch ein 3:0. Also damit hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Ich war jetzt auch gar nicht mehr so energisch drauf. Das 2:0 hat einfach gereicht. Wir sind ja nicht mehr in der Gruppenphase. Es ist ja nicht mehr nötig, Tore zu machen. Oder
Ne? Also ihr versteht schon, was ich meine, punktetechnisch. Aber ist natürlich immer schön, wenn man haushoch gewinnt. Schade natürlich für die Schweizer, die haben natürlich auch ein gutes Spiel abgeliefert, aber gegen unsere DFB-Nationalelf, die hier natürlich aufgebaut ist durch mich, ja, den Mr. Zocke, der macht das schon. Zweimal hat der Timo gewonnen und auch getroffen und einmal war es der Julian. Er brennt schon halt. Was ein Wortspiel. So, dann ist auch Feierabend. Wir gewinnen das Achtelfinale. Ja, recht erwartend. Aber trotzdem muss man halt sagen, die Schweizer haben ein gutes Spiel abgeliefert. Waren jetzt keine Bipi-Mannschaft. Ja, aber das Glück und die Teamstimmung haben halt einfach auf unserer Seite funktioniert. Und wir schauen mal, wie der Stand der Dinge bei den anderen Spielen so ist. So, und dann sind wir jetzt hier auch schon in der Phase der K.O.s. Und wir gehen wieder erwartend von links nach rechts. Und auf der linken Seite konnte sich Uruguay mal gerade mit einem 1:0 gegen Spanien durchsetzen. Frankreich musste mit Argentinien ins Elfmeterschießen, konnte dann um einen Punkt gerade bringen. Und ja, aber dafür hat Frankreich 2:0 die Uruguayer rausgeschossen. Und ja, wie sieht's aus? Brasilien schlägt 3:0 ganz klar Schweden. Belgien fast ganz klar die Kolumbianer. Aber dann ist es wieder so, Belgien gewinnt 2:0 gegen Brasilien. Brasilien ganz schlecht und ja, im Halbfinale trifft Frankreich auf Belgien. Wir treffen im Viertelfinale, wir müssen nämlich noch spielen, Deutschland gegen Polen und Portugal gegen Dänemark. Das wird nochmal eine heiße Aktion und ist ja schon fast realistisch, die linke Seite. Ja? Frankreich ist weitergekommen, Belgien, ne? Ja, wird schon mal richtig spannend. Also, seid auch bei der nächsten Folge mit dabei, wenn wir uns gegen Polen durchsetzen. Ich hoffe mal, sie klauen den Ball nicht.